Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute stelle ich euch etwas vor, was mal ganz aus der Reihe tanzt. Sowas gibt es wahrscheinlich noch nicht auf YouTube. Ich habe noch gar nicht gesucht. Ist immer toll, wenn man sowas verspricht, aber noch gar nicht geguckt hat. Und es geht wirklich in wortwörtlicher Richtung des Bodybuildings. Wir kümmern uns jetzt in erster Linie darum, wie wir unseren Körper als Skulptur formen wollen. Und da gibt es ein paar Attraktivitätsmerkmale, die so sehr herausstechen, dass sie aber nichts mehr mit dem, na, ich sag mal, idealisiertem Bild des Bodybuilders zu tun haben, der alles absolut gleichmäßig und symmetrisch trainiert. Zum einen für Wettkampf-Bodybuilder, die natürlich durch die Symmetrie auch punkten müssen. Zum anderen aber, weil viele es auch dadurch generell für ein Ideal in dem Sport halten. Wenn man es auf der Bühne hat, dann sollte man es auch so haben. Die Beine müssen im Verhältnis zu den Armen stehen, die Arme zum Rücken, der Rücken zur Brust und so weiter. Tatsächlich ist das natürlich totaler Bullshit. Wenn wir einfach nur unseren Körper formen wollen, so wie er gut aussieht, entweder uns ein Vorbild nehmen an irgendeine Manga-Figur oder einfach nur starke Arme toll finden, die aus eurem Tanktop rausgucken, dann könnt ihr das machen. Und es ist nicht schlimm. Es gibt nur ganz wenige Möglichkeiten, wie ihr den Körper so verzieht, dass es schlecht ist, wenn er unausgeglichen ist. Wie zum Beispiel, wenn ihr nur eine Körperhälfte trainiert, die linke oder nicht die rechte und so weiter. Aber das will ich auch gar nicht hier vertiefen. Was wir heute machen ist, tada, Schultergürteltraining. Ich stelle euch eine ganze Trainingseinheit für einen Schultergürtel vor. Nehmt es nicht unbedingt nur als Einheit. Manche von euch zerschießen sich damit vielleicht den Splitplan, aber andere machen es vielleicht gerne als zusätzliche Einheit mal irgendwann rein, weil sie genau diesen Teil betonen wollen. Und wiederum andere, die sich eigentlich mehr fit halten, die irgendwie Calisthenics machen oder Freeletics oder sonst irgendetwas, machen das vielleicht dann nochmal 2-3 Monate, bevor die Sommersaison losgeht, damit genau dieser Teil, der so attraktiv aussieht, ein bisschen mehr trainiert wird. Doch was ist überhaupt der Schultergürtel? Eigentlich kann man es wortwörtlich aus dem Namen herausziehen. Es ist im Prinzip die gesamte Linie, die sich hier an der Brust entlang zieht, rund um die Schultern geht und eigentlich den weitesten Spanne obenrum hat und dann natürlich über den Trapez hintenrum wieder zusammenführt. Das heißt, genauso ungefähr auf Höhe des mittleren Deltas, genau in der Mitte, würde ein Gürtel drumherum gehen. Und genau diese Muskulaturen, die da drin sind, wären dann so ausgeprägt. Das muss ich mal wegtun. Das bedeutet, wir haben natürlich, wenn wir vorne anfangen, die obere Brust. Und warum eigentlich Schultergürtel? Bevor ich weitermache, das ist das, was eben deshalb so attraktiv aussieht, für manch eine, die darauf stehen, weil das eigentlich die auffälligsten Muskeln sind, die aus einem Tanktop rausgucken. Habt ihr ein Sixpack? Sieht man nicht unterm Tanktop. Wie stark ist euer unterer Rücken? Sieht man nicht unterm Tanktop. Aber alles, was hier oben aus diesen beiden Löchern rausquillt, starke Deltas, starke Arme und so weiter und die Brust natürlich, die genau hier oben zu sehen ist, nicht hier unten, sondern hier oben und der Nacken, der noch hinten rauskommt und die Träger so schön hochhält, das ist der attraktive Schultergürtel. Und wer da besonders gut auffallen müsste mit der Wespentaille und dass das schön auseinandergeht und dementsprechend gut aussieht, der ist hier genau richtig. So, was sind die Muskulaturen, die dazugehören? Wir haben es gerade schon gesagt, die obere Brust natürlich. Dann gehen wir weiter über den Delta und dann natürlich alle drei Köpfe. Wir haben den vorderen Delta-Kopf, wir haben den mittleren und dann geht der Gürtel weiter hinter den hinteren rum. Und dann sind wir schon am Trapez. Das heißt, der gesamte Trapezmuskel ist da hinten. Und dann kommen wir hier eigentlich wieder rum. Hinterer Delta, mittlerer Delta, vorderer Delta zur Brust. Oben haben wir natürlich noch die oberen Ausläufer des Trapezmuskels. Und das ist es. Zum Schultergürtel genau genommen gehören jetzt nicht ein starker Bizeps und Trizeps. Aber natürlich, wenn man es erweitern möchte, was aus dem Tanktop rausguckt, dann sind die dabei. Heute kümmern wir uns aber nur um den Schultergürtel und wie wir diese Linie richtig gut betonen können, um die knackig nach außen zu bringen. Fangen wir vorne an. Wir haben also bestimmte Brustübungen, wir haben vor allem Schulterübungen und wir haben bestimmte Rückenübungen. Nacken, Trapez gehört zum Rücken. Und das ist es im Prinzip auch. Aber wir brauchen auch eine Strategie, wie wir jetzt damit anfangen. Wir fangen sicherlich nicht mit den Schultern an, dann haben wir eine Vorermüdung für die Brust und für den Rücken. Also fangen wir mit dem so ziemlich größten Teil an eures Schultergürtels und das ist der Trapezmuskel. Wir fangen mit dem Rücken an. Und was brauchen wir da definitiv nicht? So etwas wie Latissimuszug. Der Latissimus ist hier, der ist schön dicht verpackt unterm Tanktop. Was wir brauchen, ist alles obenrum. Das heißt, alles, wo tendenziell
die Ellbogen nach oben kommen. Also auch kein Rudern, das eng am Körper vorbeiführt. Ja, alles wirkt sich irgendwie auch trotzdem da oben drauf aus. Aber wir wollen sehr gezielt vorgehen. Das heißt tendenziell alles, wo wir mit den Ellbogen grob auf Schulterhöhe rudern und möglichst auch breit rudern. Das ist genau das, was wir jetzt haben wollen. Und da sind wir auch schon bei dem Stichwort breites Rudern. Ich selbst bevorzuge die Variante an dieser Maschine hier. Habt ihr schon mal ein paar Videos wahrscheinlich gesehen. Man lehnt sich hier drauf und rudert schön mehr oder weniger nach oben. Das heißt, es geht gar nicht so richtig geradeaus, es geht sogar ein bisschen mehr nach oben. Und das ist genau der Winkel, den wir haben wollen. Geht natürlich auch bei anderen Maschinen, wie bei dieser hier. Auch hier seht ihr, dass man tendenziell ein wenig nach oben rudert. Ich demonstriere es euch zumindest gleich einmal. Und das geht genau da oben zwischen dem oberen Teil des Trapez und dem hinteren rein. Und natürlich euer hinterer Delta ist auch zu 100% mit involviert. Davon macht ihr drei Sätze und ganz gerne normales Bodybuilding-Training, also zwischen 8 und 12 Wiederholungen gerne lassen. Tendenziell könnt ihr auch mal einen Satz machen, der bis zu 15 Wiederholungen geht. Aber sonst bleibt genau dazwischen und fühlt den Muskel gut. Danach gibt es noch eine zweite Übung für die gleiche Partie. Und zwar Reverse Butterfly. Auch hiervon nochmal drei Sätze nachschieben, gerne auch Drop-Sätze machen. Das bedeutet einmal ein Gewicht einstellen, mit dem ihr schon 10 Wiederholungen ungefähr schafft. Direkt danach runterstellen auf 60% des Gewichts und nochmal hinterherjagen und drei Sätze davon. Das geht auch nochmal richtig schön auf die gesamte hintere Partie. Konzentriert euch ein bisschen auf den Trapez vielleicht sogar, dass der so ein bisschen das alles zusammenzieht. Haltet es hinten in der Spitzenkontraktion, geht wieder nach vorne. Und dann habt ihr drei Sätze bei der ersten Übung beim breiten Rudern und nochmal drei Sätze hier. Solltet ihr die erste Maschine gar nicht haben, irgendwas, was breites Rudern ersetzen kann. Am Seilzug könnt ihr das machen und so weiter. Danach nochmal die Reverse Butterfly, wenn das nicht geht, auf eine Hantelbank legen und Kurzhanteln nach oben ziehen. Und dann habt ihr schon mal den hinteren Teil abgedeckt und dann kommen wir zum Vorderen. Wer jetzt damit gerechnet hat, dass es ganz klar zu Schrägbankdrücken geht, tja, der hat sich geirrt. Denn eine bestimmte Isolationsübung bringt für mich mehr und tatsächlich kann man sich auch ein bisschen besser reinempfinden. Hiervon nochmal circa 4 bis 6 Sätze ganz gerne. Natürlich könnt ihr auch 2 Übungen machen. Macht gerne, wenn ihr es unbedingt wollt, auch irgendeine Schrägbankdrückvariante. Aber probiert es mal aus mit der reinen Isolationsübung. Wir haben hier an der Maschine die Möglichkeit, so ein bisschen von unten, von hier nach oben zu gehen. Und dadurch, wenn man die Schultern hinten und unten hält, richtig gut vorne die Spitze zu spüren. Genau hier komme ich zusammen. Was ihr auch noch machen könnt, ist tendenziell, sobald ihr hier zieht, versuchen, den kleinen Finger in Führung zu bringen und hier vorne zusammenzuziehen, dass die Hand sich ein wenig eindreht. Versucht das mal, dann kommt ihr hier hin und diese beiden Spitzen kommen richtig schön raus. Wenn ihr da seid, wenn ihr das spürt, dann habt ihr es geschafft. Auch hier wieder der übliche Wiederholungsbereich zwischen 8 und sagen wir mal 15 wieder, macht davon gerne 3, vielleicht sogar alle 6 Sätze. Wer diese Maschine hier nicht hat, gar kein Problem. Was ihr haben werdet, ist ein Tower. Dieser hier. Und was ihr dann natürlich machen könnt, ist eine Bank in die Mitte stellen, schräg einstellen und dann von unten nach oben ziehen, wie fliegende, eben nur mit Kabeln und am Tower. Wer diese Übung sonst noch nicht gesehen hat, schaut es euch mal in meinen anderen Videos an. Da wird die schon vorgestellt. Das ist auch genau die gleiche Isolationsübung, ebenfalls mit Kabeln und mit einer tollen Spitzenkontraktion, weil ihr es hier oben zusammenhalten müsst und das Gewicht zur Seite zieht. Damit habt ihr dann den vorderen Teil, die Brust, habt die vorderen Deltas mit dabei, den hinteren Delta, bereits den Trapez. Und jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss und ein Prinzip zum i-Tüpfelchen eines jeden tollen Schultergürtels, nämlich die Schultern selbst. Und wer jetzt dachte, es kommt irgendeine Drückübung, Schulterdrücken oder so, natürlich ist es Seitheben. Und die beste Seitheben-Variante für eine tolle Betonung, vor allem des unteren Teils, ist tatsächlich die an der Maschine, wo eine gleichmäßige Belastung da ist. Was heißt die beste? Natürlich auch hier wieder, bevor man sich beschweren mag, mit den Kurzhanteln kann man dort eigentlich genauso gut reinkommen. Aber man hat Möglichkeiten an der Maschine, sich mehr darauf zu konzentrieren, ohne eine fortgeschrittene Technik von Abfälschungen machen zu müssen und das können zu müssen. Hier vor allem auf Teilwiederholung gehen.
Das heißt, wir gehen hoch, am Anfang machen wir die noch ganz normal, bleiben ein bisschen oben in der Spitzenkontraktion, sorgen dafür, dass wir mit dem Oberkörper vielleicht ein bisschen weiter nach vorne gehen, damit wir auch wirklich den mittleren Delta spüren, bloß nicht hier vorne irgendwo hochgehen. Der Ellbogen führt die Bewegung voran, wir bleiben hier langsam runter, wieder hoch. So ein Gewicht einstellen, dass wir damit so um die 12 bis 15 Wiederholungen schaffen und dann den Rest zu 20 Wiederholungen auffüllen mit Teilwiederholungen. Ihr kommt nur noch so weit hoch, egal. Der Ellbogen führt voran und so hoch und nicht wieder schnell runterlassen, weil ihr nicht mehr könnt. Hoch, langsam und hoch und langsam. Bei mir sieht es tatsächlich so aus, dass die letzten 5, 6 Wiederholungen nur noch hier sind, aber es brennt so höllisch. Genau das wollt ihr. Macht davon nochmal gerne 4 bis 6 Sätze. Ihr könnt es auch gerne mit 2 Seitheben-Varianten machen. Eine an der Maschine oder das gleiche eben mit den Rollen obendrauf und eine an den Kurzhanteln. So oder so, gerne mit Drop-Sätzen arbeiten. Gerade bei diesem mittleren Delta könnt ihr nochmal alles rausquetschen, was geht. Und dann habt ihr ein ideales Schultergürteltraining. Also für alle die noch ein bisschen aufholen wollen, einfach nur was für die Strandfigur tun wollen, sowieso keine großen Bodybuilder sind oder auf großartig Symmetrie achten müssen oder vielleicht auch darin eine Schwäche haben, weil der Rest eigentlich tendenziell stärker ist und das gerne mal betonen wollen. Probiert's mal aus. Macht das Ganze 6 Wochen mindestens und dann sollte sich euer Schultergürtel fort. Und wer an dieser Stelle mal ein Sniper-Training sehen möchte, ja, schon wieder ein neuer Begriff, ein Training, das ganz gezielt für die Schultern nur auf den mittleren Delta abzielt, mit verschiedensten Übungen. Deswegen Sniper-Training, weil es nur auf diesen ganz kleinen Teil und einen schwer zu treffenden Muskel geht. Der schaut sich einfach dieses Video an. Direkt weiterklicken und mal gucken, wie ihr den mittleren Delta so richtig rausquetscht. Das ist so ziemlich das beste Schultertraining für Leute, die diesen 3D-Look haben möchten. Ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr und schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an. Es lohnt sich immer wieder zu stöbern. Hinterlasst mir ganz viele Kommentare, ich freue mich darauf. Und hinterlasst mir ein Like, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ansonsten direkt weiterklicken. Macht's gut, bis bald, euer Gott.